Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Gleich sind wir ins... Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund! Hau ab! Vater! Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein! Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich! Mein Vater stirbt hier draußen! Ist nicht mein Problem! Was ist hier los? Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut... Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Hier lang. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das... Das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her.
Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu überleben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein! Vater! Elena, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen töten! Wir müssen weg! Lass ihn los! Elena? Ich sagte aufhören! Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht. Du kannst nichts tun. Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Wir müssen hier raus. Mist, das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ich versuch's nochmal. Das Feuer! Wir haben keine Zeit! Daneben nach oben. Komm hoch! Schnell! Schnell weiter! Durchhalten! Und atme nicht den Rauch ein! Ich weiß!
Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ich versteh's nicht. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Fuck! Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war... Was war das? Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle.
nur Blut und Tod. Na dann. Sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasse den Sternen in dem Haus Dimitrescu. Ich verspreche euch. Gib mich, Fleischberg! Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Was? Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind? Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans! Und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du machst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Showtime! Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Nein, nein!
noch? Beeindruckend. Oh, shit. Über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donna und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hahaha! Geht doch nichts über frisches Hackfleisch! Das war knapp. Warte, haben die vielleicht Rose? Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's?